Weihnachten steht vor der Tür und ihr habt noch nicht alle Geschenke zusammen und auch keine Ideen mehr. Vielleicht haben wir ja einige Vorschläge für Geschenke, die man im Camper nutzen kann. Also wenn ihr noch einige Geschenkideen benötigt, schaut unbedingt das neue Video von Ran an Tor an. Gleich geht's los. Moin moin und herzlich willkommen zu einem Last Minute Weihnachtsgeschenk Ideenvideo von Ran on Tour. Ja, ich bin der Thomas und die Heidrun wuselt im Hintergrund rum. Ja, Weihnachten steht plötzlich vor der Tür und manchmal ist es ja so, dass man einfach keine Ideen mehr hat, was kann man noch verschenken, gerade für einen Wohnmobilisten oder einen Camper. Da haben wir nochmal geschaut, was haben wir eigentlich die letzten Tage und Wochen gekauft oder uns gegenseitig geschenkt, was wir in unserem Clever Runner benötigen. Und ja, da möchten wir einige Produkte einfach mal vorstellen. Vielleicht ist etwas dabei, was ihr diesen Weihnachten auch verschenken könnt. Also, wir starten jetzt mit Nummer 1. Wir haben letzte Woche eine Marderabwehr in unserem Clever Runner verbaut. Ja, warum haben wir das gemacht? Wir sind öfters in der Lüneburger Heide unterwegs und da haben wir ganz oft gesehen, dass einige Camper oder auch andere Autofahrer unter ihrem Fahrzeug immer so ein Gitter runtergepackt haben, um halt den Motorraum vor Mardern zu schützen. Haben wir es auch mal vor längerer Zeit angeschafft, aber wenn wir unterwegs sind, können wir das Teil natürlich mitnehmen. Also haben wir uns jetzt so ein kleines Gerät angeschafft. Fotos seht ihr jetzt mal. Dieses Gerät funktioniert mit Ultraschall zur Abwehr von Mardern im Motorraum. Ultraschallwellen im Frequenzbereich tierischer Angst und Warnschreie signalisieren dem Marder hierbei höchste Gefahr. Das Gerät verfügt über eine Frequenzmodulation, um einer Gewöhnung vorzubeugen. Jo, das gute Teil haben wir verbaut und jetzt hoffen wir mal, dass zukünftig kein Marder bei uns in den Motorraum reinhüpft. Ja, vielleicht ist es auch eine Idee für euch. Weiter geht es. Ein Fenstersauger, so heißt das gute Teil halt. Ja, wir waren vor kurzem auf einem Trip Richtung Nordsee. Das Video seht ihr in Kürze. Ja, und wo wir dann halt morgens wieder losfahren wollten vom Campingplatz, war die Frontscheibe, Seitenscheibe klatschnass. Muss man das mit Handtüchern alles reinigen. Aber ich habe da jemanden gesehen, der auch ein Wohnmobil dabei hatte auf dem Campingplatz. Der hatte so ein Teil und hat eigentlich ganz entspannt morgens seine Fensterscheiben damit abgetrocknet. Ja, haben wir uns auch angeschafft. Das ist von der Firma Kärcher. Den haben wir jetzt immer dabei, zumindest jetzt in der kalten Jahreszeit. Im Sommer brauchen wir den wahrscheinlich nicht. Und da kann man ganz easy einfach die Feuchtigkeit, also das Wasser halt von der Scheibe abmachen. Jo, es gibt ja zwei verschiedene Modelle. Wir haben erst ein größeres bestellt, das war eigentlich zu groß. Das ist die kleine Variante. Wie gesagt, alle Produkte verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Weiter geht es. Ich sehe gerade ein bisschen deppert aus. Wir haben uns neue Stirnlampen angeschafft. Die braucht man halt, wenn man nachts mal raus muss oder abends, wenn es dunkel ist. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal so eine Lampe dabei gehabt, aber das war so ein altes Modell noch mit Batterien. Jetzt haben wir hier ein Teil, was richtig geiles Licht macht und auch geladen werden kann mit USB-Stecker. Und es macht wirklich tolles Licht. Könnt ihr mal gucken? Jo, das Teil haben wir einmal gekauft, haben wir es gut befunden. Mittlerweile haben wir beide so ein tolles Teil, was wir hinten im Schlafbereich immer griffbereit liegen haben, um wenn wirklich mal ein Fall ist, dass man raus muss, Gas geht nicht oder keine Ahnung was. Ist gar nicht teuer das Teil und ganz, ganz tolles Geschenk eigentlich, finde ich. Kommen wir gleich zur nächsten Geschenkidee. Was ich eben gerade sagte, dass wir im Heckbereich, also im Schlafbereich, unsere Stirnlampe halt verstaut haben. Problem ist nur, im Clever Runner gibt es halt im hinteren Bereich überhaupt keine Ablagemöglichkeiten. Also unter den Staukästen ist nichts vorhanden. Da haben wir uns jetzt angeschafft von der Firma Stihl.de solche Filztaschen. Das ist unten mit Edelstahl versehen. Die kann man magnetisch an der Schrankwand befestigen. Das haben wir jetzt auf beiden Seiten gemacht, sodass jeder halt seine Brille, Handy, Stirnlampe und alles, was man so braucht, reinpacken kann und immer weiß, wo es liegt und griffbereit hat. Es geht Schlag auf Schlag weiter bei unserer Ideenvorstellung. Jetzt geht es um das Thema Müll. Genau, wir haben in der Vergangenheit hier im Clever Runner immer so einen kleinen Mülleimer gehabt, so einen Wackel,
Deckel oben drauf. Ja, der stand aber zwischen den Vordersitzen, war eigentlich immer nervig, weil war irgendwie immer im Weg. Und wenn man weitergefahren ist, musste man das Ding immer verstauen. Neue Lösung haben wir jetzt gefunden. Und zwar diese. Das nennt sich, glaube ich, auch Pösseltasche, weil die auch in Pösselbussen verbaut ist. Das wird mit zwei Druckknöpfen befestigt und ist eigentlich eine Tasche. Drin kann man einfach eine Mülltüte befestigen. Ja, und das kann man auch während der Fahrt einfach dran lassen. Tolle Geschichte, nicht im Weg und sieht auch vernünftig aus. Der nächste Geschenkvorschlag ist bei uns aus der Not heraus geboren, weil unser Staubsauger, den wir bisher immer seit Jahren im Klavaraner hatte, hat den Geist aufgegeben. Also keine Staubleistung oder Saugleistung mehr. Da haben wir uns jetzt ein neues Teil angeschafft von der Firma Vorwerk, den Kobold. Ja, Firma Vorwerk, wie kommen wir eigentlich da drauf? Das haben wir dem lieben Hajo zu verdanken, weil Hajo ist irgendwie ein Fan von diesen Teilen von Vorwerk. Und er hat uns das Teil empfohlen, auch zu Recht. Lieber Hajo, sei gegrüßt. Wir sehen uns hoffentlich in 2023 wieder in der Lüneburger Heide. Wir zählen auf dich. Ja, das ist das gute Teil. Ist nicht ganz günstig. Aber das ist einfach spitze, das Teil. Weil wir hatten vorher, glaube ich, Black & Decker war das, gehabt. Der hat Krach gemacht ohne Ende. Also da musste man morgens erstmal gucken, wann kann man das Ding anmachen, ohne dass die Nachbarn aus dem Bett fallen. Und der ist wirklich eigentlich sehr ruhig und hat wirklich eine gute Saugleistung. Also wir brauchen das Teil mehrmals am Tag. Irgendwo liegt immer was auf dem Fußboden, muss auf 6 saugen. Ich mache ihn mal an. Also ganz klar Empfehlung von uns. Wenn ihr jetzt einen anderen Staubsauger kaufen würdet, gibt es wahrscheinlich auch andere Modelle. Also wir haben uns jetzt diesmal für diesen von der Firma Vorwerk entschieden. Kleiner Kobold in unserem Klavaraner. Braucht ihr noch eine Geschenkidee? Wie wär's damit? Von Osram. Nightbreaker LED. Ist nachrüstbar für viele, viele Fahrzeuge. Also für unseren Jumper auch, für Ducato und für Boxermodelle. Schaut einfach mal bei Osram rein. Da gibt es halt eine Liste, für welche Fahrzeuge diese LED-Lampen kompatibel sind. Soll einfach sein. Also die sind bei uns noch drin, die habe ich noch nicht eingebaut. Ich hoffe immer noch, dass der Kerl hier mir vorbeigeht und das Heidun das einbaut. Weil Dummstellen schafft Freiraum. Halt und schüttel den Kopf. Also, nächste Empfehlung, muss ich wohl wahrscheinlich selber einbauen. LED-Lampen von Osram, Nightbreaker. Einer geht noch. Ja, wer unsere Videos schon öfters verfolgt hat, wird vielleicht schon gesehen haben, dass wir hier ein ganzes Sortiment an Produkten der Firma Silvi haben. Einfach mal die Idee, schaut mal auf dem Portal von Silvi rein. Die haben ganz tolle Geschenkideen. Also, wir haben jetzt zuletzt uns diese guten Teile angeschafft, die hatten wir noch nicht. Wir haben nicht festgestellt, wir haben gar keine Schnapsgläser. Da mussten wir jetzt noch die Magnetleiste etwas erweitern. Jetzt haben wir auch Schnapsgläser an Bord. Liebe Monika, wenn du nächstes Mal wieder einen sauren hast, wir haben jetzt auch eigene Gläser. Wie war das? Damit man den Ankommer richtig trinken kann, ne? Das üben wir demnächst mal wieder oder im nächsten Sommer. Das waren sie, unsere 8 Vorschläge für Geschenke, die man vielleicht mal im Camper benötigen könnte und was vielleicht eine Idee für euch ist, wenn ihr noch keine Ideen habt, was man vielleicht zu Weihnachten verschenken könnte. Sich selbst schenken könnte. Wir haben uns das ja schon geschenkt. Also es würde uns freuen, wenn ihr sagt, da war ein Tipp dabei, der hat mir richtig gut gefallen, das konnte ich noch anwenden, konnte ich noch verschenken, dann haut es gerne in die Kommentare rein. Würde uns wirklich freuen, wenn wir so ein bisschen Feedback bekommen, ob da was dabei ist, was euch auch gefallen hat. Jo, das soll es gewesen sein. Einige Produktinformationen, einige Geschenkideen vielleicht für euch dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Däumchen hoch, ist immer klasse. Vielen Dank, dass ihr uns wieder auf diesem Video begleitet habt. Schaut doch gerne beim nächsten Video wieder mit rein. Bis dahin sagen wir Tschüss.